Ja, Leute, herzlich willkommen zum wunderschönen neuen Video auf meinem wunderschönen Erstkanal. Heute geht's ins nächste Supercell-Spiel rein. Und der Titel ist zwar diesmal nicht so ganz richtig, aber auf jeden Fall so eine Art. Denn wir spielen das erste Mal auf meinem Kanal. Boom Beach. Ist, glaube ich, von allen Games, die man so kennt von Supercell, mit das sowas nicht am meisten gehypt wird, also eher so das Unbekanntere, obwohl jeder es kennt, um ganz ehrlich zu sein. Heyday muss ich auch nochmal gucken, vielleicht gehen wir da auch nochmal rein, das habe ich glaube ich auch noch nicht gebracht, aber mal gezockt. Also das erste Video von Boombeach, ich wünsche euch sehr viel Spaß, lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich hab Bock. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Gut, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß gar nicht, wann ich mal Boombeach gezockt habe, das ist bestimmt schon gefühlt Jahre her. Wir verbessern aber das hier. Ich habe keine Ahnung, wie das Game richtig geht. Es gibt doch nur einen Bauarbeiter, okay. Hier nochmal gratis Gold. 1300. 130.000. Okay. So. Wohngebäude. Ich will gerade noch platzieren. Und die sind gerade beschäftigt. Gut. Da habe ich jetzt alles schon in der Base gemacht. Können wir noch angreifen. Hier ist eine Truhe. Truhe Diamant. Dann greifen wir immer an. Die kriegen wir doch, oder? Geht er erstmal an die Seiten? Ach, der geht erstmal an die Seiten. So, macht erstmal das hier kaputt. Ja, mal gucken, ob sie das überhaupt schaffen. Es ist wenig Damage, kann das sein. Da schalte ich auch noch mal eine Bombe rein. Okay, mal gucken, ob das so reicht. Ich schätze mal im Endeffekt, dass es reichen wird. Insgesamt auch. Jetzt haben wir zum Beispiel. Ach, dadurch wird alles zerstört, okay. Das weiß ich zum Beispiel. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe da keinen Plan. Ist aber nice. Ist auch nochmal eine Truhe. Ich würde sogar sagen, dass wir das hier mal finishen. Zack. Goldlager Level 3. Können wir noch irgendwas schnell upgraden? 45 Minuten ist auch relativ lang, ne? Kanonenboot. Auf jeden Fall graden wir. Ich weiß es gar nicht. Oder wollen wir erstmal das hier aufbauen? 2 Minuten, perfekt. Können wir direkt darauf nochmal in den nächsten Kampf gehen? Oh mein Gott, was ist das für ein Dorf? Das ist sogar gut, oder? Ich habe auch gar keine Truppen mehr. Müssen die erstmal regen? Bilden die gerade erst aus? Oder wie? Darf ich das verstehen? So. Ich habe auch nicht wirklich was zur Verteidigung, kann das sein? Abwehrmörser ist er doch. Super Saiyan-ID-Statue. Weiter geht's an dieser Stelle. Super Saiyan-ID-Statue. Können wir eigentlich mal uns entspannt hier hin platzieren, oder? Sieht nice aus, sogar das Brawl ist Logo mit dabei. Der Turm. Heyday ist auch dabei. Das ist geil. Muss ich wirklich mal sagen. Da können wir uns mal ein Geschenk abholen.
Dann könnten wir nochmal den Mörser bauen, oder? Ich glaube, ich ganz in Ordnung, wenn ich den. Wo plane ich den denn hin? Ich mache erstmal so, dann mache ich. Aber so. Ich glaube, das ist ganz gut platziert, meiner Meinung nach zumindest. Jupp. Direkt fertig. Ja, ist fertig. Gut. Gehen wir nochmal einen Fight rein. Danach würde ich sogar schon fast sagen, was ist mit der ersten Folge Boom Beach? Weil so viel können wir gar nicht machen. Gehen einfach mal hier rein, ne? Würde ich mal sagen. Und kaputt. Haben wir damit nicht sogar schon gewonnen? Weil geht dadurch nicht alles andere auch automatisch kaputt? Wir gleich sehen, ob ich das so klug gespielt habe, wie ich mir das auch denke. Wäre ganz nice. Dauert zwar erstmal jetzt ein bisschen, aber mal gucken. Ich muss auch ganz persönlich sagen, ich finde allgemein hauptsächlich alle Supercell-Spiele sehr, sehr geil. Vor allem auch Heyday habe ich jetzt aber in letzter Zeit auch gar nicht mehr gezockt. Aber Boom Beach hatte ich, glaube ich, mit Abstand von allen Games am wenigsten so gezockt. Ich glaube, das ist aber auch bei vielen anderen auch so. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Das interessiert mich nämlich sehr, wie das bei den anderen so ist. Obwohl ich sagen muss, dass es auch ein sehr, sehr geiles Game ist. Also ist jetzt nicht so ein Game, wo ich sagen muss, das ist scheiße oder so. Ist halt wirklich nicht schlecht. Aber es gibt halt bessere. Ist halt ähnlich so wie Clash of Clans, bloß halt nicht so ganz erfolgreich. Dann würde ich auch sagen, das ist der perfekte Abschluss. Sehen wir uns wahrscheinlich. Das nächste Video wird wahrscheinlich wieder ein Clash of Clans wieder sein. Oder Brawl Stars. Müssen wir noch gucken. Es kommt sehr, sehr gut an. Allgemein Supercell-Spiele. Hey, den machen wir bestimmt auch noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo. Da würde mich absolut supporten. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.